Ah, okay, das bricht zusammen. Nun gut. Also, ich finde es mit den Wänden entlanglaufen irgendwie unrealistisch. Klar, es geht, aber so weite Strecken, das kann ich mir nicht vorstellen. Also schaut mal, wie viel Meter der da läuft. So, zack, 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 zack. Das ist viel zu viel. Ich finde es unrealistisch. Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Fuck, okay. Oh, eigentlich mal keine Cutscene, die uns zeigt, dass irgendetwas aufgeht. Upsala. Ich kann die Zeit zurückdrehen, aber darauf habe ich keinen Bock. Aha. Ach du Scheiße. Hey. Ja. Gut, noch knapp geschafft. Und jetzt du. Oh, das macht Spaß, den neuen Move anzuwenden, den ich. Naja, neu ist es nicht, aber ich wusste nicht, dass es bei euch geht. Zack. Haha, das wenige Leben ist mir scheißegal. Wie schon gesagt. Es soll mich fordern. Nein! Oh fuck, das war jetzt mein Fehler. Ich dachte, ich kann es blocken. Und ich glaube, bei diesem Speicherpunkt, den wir jetzt hier haben, haben wir immer noch 33%. Ja, uns wurde gerade eben die neue. Schau, seht ihr? 33%. Wir kommen gar nicht voran. Fuck. Was? Ja auch. Hä? Das ist mir neu. Das. Was? 4 Spielstände mit 33%. Mein Gott. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Hängt die Prozentzahl auch vielleicht von den Items ab? Also Sandwolken und so? Ich denke nicht. Wo war ich gerade? Ja! Uns wurde in der Vision gezeigt, eine neue Fähigkeit des neuen Schwertes, das wir jetzt gerade finden werden, ist, Wände zu durchbrechen. Oh ja, warte, hier hinter uns ist nichts links. Okay, wir müssen hier weiter. Na, ein bisschen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Kritik über diesen Titel loslassen. Prince of Persia, The Sands of Time ist ich glaub, geil, ich sehe aber. Das Glühen, von dem ihr spracht. Seid vorsichtig. Ja, schön. Aber dieser Teil, es gibt einiges zu bemängeln. Zum Beispiel das Zurückdrehen der Zeit. Ja, es ist ein tolles Future, aber es gibt da nicht mehr die Momente wie in der klassischen Trilogie, wo man sagt, fuck, 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 immer wenn man stirbt, dass man sich deutlich aufregt. Diese Aufreger haben Prinz of Persia ausgemacht und ja, wenn ich jetzt gestorben wäre, hätte man fuck sagen können, aber naja, egal. Bei Prinz of Persia 3D war es ja auch so, dass man, ja,
in jeder Sekunde speichern konnte. Also das kann man schon fast als Zeit zurückdrehen auch ansehen. Egal. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt meine, halt, dass es ein bisschen zu einfach wird mit dem Zeit zurückdrehen. So. Und ja, diese Visionen, das ist echt schlecht jetzt. Zum Beispiel das mit dem Bücherregal. Es wäre nett gewesen, wenn man erst drauf kommen muss, dass man es da ranschieben muss. Aber nein, uns hatte es eine Vision gezeigt. Moment. Ich glaube, hier ist ein Live-Upgrade. Wir werden gleich sehen. So. Unser neues Schwert. Holen wir es uns. Eine wahre Klinge, die ein Perser führen sollte. Gut, sieht schon viel, viel besser aus als unser einfaches Schwert. Ach nee, da ist kein Live-Upgrade, da geht's weiter. Ich dachte, hier geht's weiter und ja, das wäre jetzt wo man raufkommen muss. Egal. So. Gut, wow. Das Schwert ist mächtig. Hahaha, Leute. Der Keil hat sich nicht geirrt. Denn, bam, 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 hier ist das Live-Upgrade. Ja, aber, wie ihr wisst, pfeife ich drauf. Mir kann das scheißegal sein, dass es dort mehr Leben gibt. Oh, wow, ich mache jetzt besser keinen Sprung, weil ich glaube, ich würde dann sterben. Nein, nicht sterben, aber ich würde schon ein bisschen sehr viel Leben verlieren. Wer ist Rustam? Das gebe ich in Wikipedia nach. Aber nein, es gibt leider zu der Zeit, in der wir leben, kein Wikipedia. Nein. Der Prinz wird also nie erfahren, wer Rustam ist. Egal. So, dieses Schwert, was ich jetzt auf dem Rücken habe, es kommt in Prince of Persia. Very Riffin nochmal dran. Wer nicht weiß, wovon ich spreche, er wird schon von mir angesprochen sein in dem LP, was ich bald dazu machen werde. Kein Vergleich zu eurem alten Schwert. Hey, willst du sagen, dass mein altes Schwert schlecht war? Na, Spaßfahrer. Oh, wo sind Kerker. Wir? Ich sag, dass der Palast auf den Ruinen eines Älteren erbaut wurde, aber ich hielt das für eine Legende. Ach, das sind Ruinen eines älteren Palastes. Das finde ich echt interessant. Nur, warum sind hier Fackeln? War hier schon jemand vor uns? Ist dieser Teil behaust? Wieso? Wieso werden Ruinen behaust? Mich würde mal interessieren, wie Farah hier durchkommt. So, zieh mal das jetzt an uns. Ach, ein Spalt. Na super, war ja klar. Und ich dachte schon, sie kommt nicht mit. So. Zack, zack. Ja, toll. Ja, es war klar, man muss ihr Leben verlieren. Es geht hier weiter. Nein! Das war ja sowas von klar. Scheiße, scheiße, ich habe wenig Sandbehälter. Das könnte gleich mit dem Keil vorbei sein. So. Aber nee. Die 4 Sandbehälter sind sogar zu viel. Ja, ja. Scheiße, ich lehne mich zu weit aus dem Fenster. Aber egal. Okay, jetzt sollten wir hier einen neuen Feind antreffen. Nein, noch nicht. Kommen hier keine Fledermäuse? Merkwürdig. Hier bin ich. Ja, schön. Bleibt dort. Ich komme zu euch runter. Ich glaube, es kommen gleich Fledermäuse. Es müsste was kommen. Was? Es kommt.